Deutschland, Genies, Forscher, Erfinder, Vorbilder in Wissenschaft und Technik, Nikolaus Kopernikus, das heliozentrische Weltbild. Zum Prolog. Liebe Interessierte und Freunde, ich will in diesen Vorträgen die positiven Seiten Deutschlands zeigen und pflegen, weil sie heute wenig vermittelt werden, für uns aber wichtig sind. Ich stelle in alphabetischer Reihenfolge mehr als 60 vorbildliche deutsche Naturwissenschaftler, Techniker und Forscher vor, mit ihren Biografien und mit ihrer Arbeit. Hier ist die Übersicht. Eine ausführliche Einleitung finden Sie vor den Kapiteln 1 und 30. Dieses Kapitel stellt die Biografie von Nikolaus Kopernikus vor und die Entwicklung des heliozentrischen Weltbildes. Dr. Hans-Jürgen Alexi. Nikolaus Kopernikus, das heliozentrische Weltbild, zunächst zur Biografie. Nikolaus Kopernikus war ein deutscher Astronom, der das geozentrische Weltbild der Antike und des Mittelalters durch das heliozentrische Bild unseres Sonnensystems ablöste. Hier eine Grafik dazu. Er steht damit historisch gesehen an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit. Nikolaus Kopernikus, latinisiert aus Niklas Kopernik, wurde am 19. Februar 1473 in Thorn in Westpreußen geboren und starb am 25. Mai 1543 in Frauenburg in Ostpreußen mit 70 Jahren. Nikolaus Kopernikus war der Sohn des gleichnamigen Niklas Kopernik, 1420 bis etwa 1483. Dessen Vorfahren stammen aus dem Dorf Kopernik, deutsch Köpernig, bei Neiße in Oberschlesien, polnische Schreibweise Koperniki bei Nyssa. Der Vater war aus Krakau zugezogen und ein wohlhabender deutscher Kupferhändler und Schöffe in Thorn. Seine Mutter war die Patrizierstochter Barbara Watzenrode, deren Vorfahren aus dem Dorf Weizenrodau in Niederschlesien stammten. Beide Eltern gehörten also zur deutschsprachigen Bürgerschaft der Hansestadt Thorn im Kulmer Land, das später zu Westpreußen gehörte. Der Vater starb um 1483, als Nikolaus 10 Jahre alt war. Hier das sogenannte Kopernikushaus, ein schönes Bürgerhaus in der Hansestadt Thorn, das immer als Nikolaus Geburtshaus angesehen wurde. Jetzt wurden unter den Historikern Zweifel laut, ob nicht ein anderes Haus in der Stadt Thorn, das den Watzenrodes gehörte, das Geburtshaus sein könnte. Obwohl sich damals noch nicht die späteren Nationen geformt hatten, ist eine von Polen reklamierte slawische Abstammung von beiden elterlichen Linien auch nicht entfernt zu erkennen. Hierzu der folgende Familienstammbaum, der dies klar belegt. Wahr ist aber vermutlich auch, dass Nikolaus Kopernikus selbst sich in dieser Zeit nicht als Deutscher gefühlt haben wird, obgleich er von der Abstammung und Kultur her ein Deutscher war. Vielleicht hat er sich eher lokalpatriotisch als Preuße empfunden in einem deutschsprachigen Gebiet, das dem polnischen König damals unterstand und sich loyal verhielt, aber auch auf Eigenständigkeit nach beiden Seiten hin Wert legte. Der Bruder seiner Mutter, Lukas Watzenrode, 1447 bis 1512, war Fürstbischof von Ermland im späteren Ostpreußen und sorgte nach dem Tod des Vaters 1483 für die vier Halbwaisenkinder. Der ältere Bruder Andreas wurde, wie Nikolaus, später Domherr in Frauenburg, erkrankte aber leider um 1508 an Aussatz, Lepra. Er wurde daher vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen und starb 1518 in Italien. Die ältere Schwester Barbara Kopernik wurde Äbtissin im Kloster von Kulm. Die jüngere Schwester Katharina heiratete einen deutschen Krakauer Kaufmann. Ihre vier Kinder sind die einzigen Nachkommen aus dieser Generation.
Nach der Schule in Thorn und der höheren Schule studierte Nikolaus Kopernikus gemeinsam mit seinem Bruder Andreas an der Universität Krakau von 1491 bis 1494 die sogenannten sieben freien Künste. Septem Artes Liberalis, ein tradiertes propädeutisches Grundlagenstudium. 1495 wurde Kopernikus zum Kanoniker, also zum Stiftsherrn oder Chorherrn der Domschule Frauenburg ernannt. Hier ist der Dom im Bild zu sehen. Sein Onkel, Fürstbischof Lukas Watzenrode der Jüngere, schickte ihn an die Universität Bologna, wo er ab 1496 ein Studium der Rechte begann, später dazu dann Griechisch und besonders intensiv Astronomie mit ersten eigenen Beobachtungen. Er erwarb den Titel Magister Artium. Seine Lehrer führten ihn in die Gedankenwelt des Neuplatonismus ein, worin die Sonne als Abbild des einen Gottes eine herausragende Bedeutung hatte. Kopernikus verließ 1500 Bologna und verbrachte das heilige Jahr 1500 in Rom. Nach einer kurzen Rückkehr nach Frauenburg 1501 studierte er an der Universität Padua weiter Jura und auch Medizin. 1503 promovierte er an der Universität Ferrara zum Doktor des Kirchenrechts. Beide Brüder waren in Rom auch als Bevollmächtigte ihres Domkapitels tätig. Ab 1503 arbeitete Nikolaus Kopernikus eben im Domkapitel zu Frauenburg als Sekretär und Arzt für seinen Onkel, den Fürstbischof des Ermlandes. Bei der Verwaltung der Regierungsgeschäfte arbeitete er an der Reform des preußischen Münzwesens mit und entwickelte eine Geldtheorie, die noch jahrhundertelang Gültigkeit hatte. Diese Quantitätstheorie des Geldes gilt als die älteste ökonomische Theorie überhaupt und besagt, dass die Preise von Gütern und Dienstleistungen proportional sind zur zirkulierenden Geldmenge. Kopernikus bemerkte 1517, dass Geld an Wert verliert, wenn es überreichlich vorhanden ist. So kann man die Inflation erklären. Nikolaus Kopernikus wurde mehrfach zum Kanzler des Ermländer Domkapitels gewählt. Er hatte zusammen mit seinem Onkel die schwierige Aufgabe, die relative Selbstständigkeit des Ermlandes zwischen dem Deutschen Ritterorden in Ostpreußen und der polnischen Krone zu bewahren. Daher nahm er auch offiziell als Vertreter des Domkapitels 1507 an der Krönung des polnischen Königs Sigismund I. teil. Die überwiegend deutsch bewohnten Städte und die Adligen und die Kleriker des Ermlandes bildeten seit 1440 den sogenannten Preußischen Bund, der versuchte, seine Selbstständigkeit zu erhalten. Dafür verbündeten sie sich allerdings mit dem polnischen König sogar gegen den Deutschen Orden. Von 1516 bis 1521 lebte und arbeitete Nikolaus Kopernikus auf der Burg Allenstein in Ostpreußen, hier im Bild. Nach der Zerstörung Frauenburgs durch Truppen des Deutschen Ordens 1520 im Krieg 1519 bis 1521 organisierte er die Verteidigung der Stadt Allenstein gegen die Ordensritter. Kopernikus kehrte 1521 wieder nach Frauenburg zurück. In der ganzen Zeit führte er neben seinen weltlichen und geistlichen Aufgaben astronomische Untersuchungen durch und entwickelte Theorien über die Himmelskörper. Sein Schicksal trat heran. Ende 1542 erlitt Nikolaus Kopernikus einen Schlaganfall. Und am 24. Mai 1543 starb er in Frauenburg im Alter von 70 Jahren. Hier ein nachempfindendes Bild von einem polnischen Historienmaler. Kopernikus heiratete nie und es sind von ihm keine Nachkommen bekannt. Man vermutet allerdings eine Beziehung zu seiner Haushälterin Anna Schilling, eine geborene Krieger, einer entfernten Verwandten von 1531 bis 1539.
Bis zum 69. Lebensjahr praktizierte er außerdem als Arzt und wurde auch zu prominenten Patienten gerufen. Im Schriftverkehr benutzte er entweder die lateinische oder die deutsche Sprache. Seine Muttersprache war Deutsch. Posthume Würdigungen. Nach kontroversen Diskussionen der Historiker meint man, den Säulenaltar im Frauenburger Dom, der für ihn als Domherrn bestimmt war, identifiziert zu haben. Später verlor Kopernikus zeitweise an Wertschätzung in der katholischen Kirche, da Teile seines Werkes von 1616 bis immerhin 1835 auf den Index der verbotenen Bücher gesetzt wurden. Die erst 1581, also deutlich nach seinem Tod, angebrachte Gedenkplatte wurde im folgenden Jahrhundert durch ein Wanddenkmal für einen Bischof ersetzt. Im Bild hier die heutige modernisierte Gedenkstätte im Dom. Die Grabstätte von Nikolaus Kopernikus war lange verschollen. 2005 erfolgten moderne polnische archäologische Grabungen, die an der beschriebenen Stelle in der Nähe des Säulenaltars unter anderem den Schädel eines 70-jährigen Mannes hervorbrachten. Die Genanalyse ergab eine hohe Wahrscheinlichkeit für Kopernikus. 2010 wurden seine sterblichen Überreste erneut im Frauenburger Dom beigesetzt, in einem neuen Sarkophag mit jetzt natürlich polonisierten Inschriften, hier im Bild zu sehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein frühes polnisches Kopernikus-Denkmal von 1822 in Warschau wieder aufgerichtet, hier im Bild. Die neue Universität von Thorn wurde 1945 nach Kopernikus benannt. Seit 2005 trägt der Breslauer Flughafen seinen Namen. Das chemische Element Kopernicium, künstlich erzeugt, radioaktiv und kurzlebig, Ordnungszahl 112 und erstmals bei uns 1996 in Darmstadt dargestellt, ein Fixstern sowie der Mondkrater Kopernikus und ein Asteroid sind nach ihm benannt. Deutsche und polnische Wissenschaftler haben 2006 einen gemeinsamen Kopernikuspreis für die europäische Zusammenarbeit gestiftet. Nikolaus Kopernikus zu seinem Werk und seiner Wirkung. Kopernikus betätigte sich als beobachtender Astronom mit einiger Ungenauigkeit und benutzte die Armillarsphäre, also Modelle des Sonnensystems, und den Dreistab, das Triquetrum. Das ist ein simples Instrument aus drei Linealen hier im Bild zu sehen, das bereits seit Ptolemäus benutzt wurde, um die Entfernung und den Winkel von Sternen zum Zenit zu bestimmen. Im Entwurf seiner Ideen, dem unveröffentlichten Commentariolus, vermutlich um 1510, stellte er zum ersten Mal einem kleinen Kreis von Freunden seine Theorie vom Umlauf aller Planeten um die Sonne vor, hier im Bild zu sehen. Allerdings noch auf idealharmonischen Kreisbahnen sowie von der nur scheinbaren Bewegung der Fixsterne, welche durch die Erddrehung bedingt ist. Für sein Hauptwerk De Revolutionibus Orbium Coelestium, hier das Titelblatt, also über die Umschwünge der himmlischen Kreise oder modernisiert etwa die Kreisbewegungen der Himmelskörper, 1543, kurz vor seinem Tod, präzisierte Kopernikus diese Thesen und untermauerte sie mathematisch. Hierfür benutzte er nur wenige eigene Beobachtungen, aber zusätzlich die Daten anderer Astronomen und insbesondere antike Quellen. Hier eine wichtige Seite aus seinem Hauptwerk De Revolutionibus, das das neue Sonnensystem oder Planetensystem darstellt. Nikolaus Kopernikus baute auf den Gedanken antiker Wissenschaftler auf, sowie auf den Theorien der deutschen Astronomen, Nikolaus von Kues, an der Mosel gelegen, 1401 bis 1464, und Johannes Müller aus Königsberg in Franken, daher Regiomontanus genannt, 1436 bis 1476, die ebenfalls schon an ein heliozentrisches Weltbild dachten.
Ferner führte Kopernikus auch die Präzession, das Vorschreiten des Frühlingspunktes, richtig auf eine langsame Richtungsänderung der Erdachse zurück. Seine Lehre wurde von katholischer und auch protestantischer Seite zunächst abgelehnt oder ignoriert, zunächst übrigens noch nicht als Ketzerei verurteilt und sein Werk nur als Rechenmodell verwendet, da es Kreisbahnen um die Sonne als vereinfachte Planetenbahnen beschrieb. Die alltägliche Beobachtung der Fixsterne und die Bahnen fallender Gegenstände auf der Erde schienen gegen das Modell und für eine feststehende Erde zu sprechen. Es gab aber auch Zweifel und Zweifler, zum Beispiel diese merkwürdige Schleifenbahn des Mars, die man beobachten konnte, ist nur durch ein heliozentrisches Weltbild erklärbar. Hierzu eine Animation, die merkwürdige Bahn des Mars, rot gezeichnet hier rechts, mit ihren Epizyklen, also zusätzlich aufgesetzten Kreisen, ist schlecht zu erklären, wenn wir die Erde blau als Beobachtungsmittelpunkt wählen. Sie ist zwanglos zu erklären, wenn wir die Sonne links in den Mittelpunkt des Planetensystems setzen. Erst die Beobachtungen von Galileo Galilei 1610 mit dem neuen Teleskop, also 70 Jahre später, lieferten Argumente für die physikalische Realität des heliozentrischen Systems. Johannes Kepler, siehe Kapitel 34, fand mit den ellipsenförmigen Planetenbahnen die korrekte mathematische Beschreibung, hier im Bild dazu eine Animation. Und Isaac Newton mit dem Gravitationsgesetz 1687 lieferte die physikalische Begründung der Keplerschen Gesetze. Den sicheren, den empirischen Nachweis für die Bewegung der Erde erbrachte sogar erst der englische Astronom James Bradley 1725 durch die Beschreibung der Ablenkung der Aberration des Lichtes eines Fixsternes durch die Erdrotation. Besonders eindrucksvoll ist die Erddrehung zu beweisen durch das Pendel des französischen Astronomen Léon Foucault 1819 bis 1868, hier in einem schönen Video des ZDF bei Terra X zu sehen. Wenn man ein Pendel über längere Zeit beobachtet, scheint es die Richtung zu ändern. Hier ein nachgestellter Versuch. Das sogenannte Foucault'sche Pendel schwingt insgesamt eine Stunde lang. Zu Beginn bewegt es sich entlang der grünen Schwingungsebene. Nach einer Stunde hat sich die Ebene bereits um etwa 11 Grad verschoben, hier lila markiert. Tatsächlich ist es aber gar nicht das Pendel selbst, das seine Richtung ändert, sondern die Erde, die sich darunter wegdreht. Wie weit sich die Erde unter dem Pendel bewegt, hängt von seinem Standort ab. Am Nord- oder Südpol würde eine komplette Kreisbewegung genau 24 Stunden dauern. Das Pendel in München braucht knapp 32 Stunden. So kann man die Erdrotation nur mit einem Pendel beweisen. Zum Abschluss sind hier die Nachweise von Bildern und Literatur. Ich verweise auch auf die übrigen Kapitel. Die bunte Mischung aus Allgemeinbildung und Naturwissenschaften möge unseren Blick über die Fachgrenzen hinaus erweitern und unser historisches Bewusstsein stärken. Denn es waren unsere deutschen Vorfahren, die, wie Nikolaus Kopernikus, wissbegierig und visionär waren und die Wissenschaft entscheidend vorwärts gebracht haben. Dr. Hans-Jürgen Alexi.